Boah, Freunde, ey. Also, wir sitzen hier in einem Lamborghini, ja? Boah. Ah, danke. Wir haben aber trotzdem hier unten Pedalerie enger als in einem Formelauto. Es ist nicht so leicht zu fahren. Es ist auch nicht übersichtlich. Es ist gar nicht übersichtlich. Überhaupt gar nicht, könnte man sagen. Es ist aber trotzdem ein kranker Zwölfzylinder drin, aus dem Countach. Und ja, was soll ich sagen? Ganz wilder Apparat. Ich muss jetzt irgendwie gucken, das Ding auf der Straße zu halten. Das ist nämlich alles nicht so einfach, weil du siehst nämlich so ungefähr nichts. Wir suchen uns jetzt hier mal ein ruhiges Plätzchen, dann steigen wir mal aus und dann reden wir weiter. Nur damit ihr mal irgendwie, ne, wisst, was ich hier gerade für eine schwere Arbeit verrichte. Ist das krank, Alter. Ich glaube, die Kiste ist auch breiter als die Straße hier. Aber wir sitzen auch ziemlich weit auseinander. Ja, für Fummeln ist halt nichts. Nee. Wenn du hier auf Ramontisch unterwegs sein willst, dann muss sich dann schon jemand irgendwie... Alles nicht so leicht hier, Freunde. Oh, fuck. Also ich bin schon mal Mähdrescher gefahren, das war ungefähr das gleiche. Ich komm gar nicht klar auf das hieses Auto. Junge, also wenn einer von euch schon mal einen Trecker gefahren ist, so einen großen Trecker, so einen richtigen Trecker, ne? So ungefähr ist das Feeling. Nur wahrscheinlich ist ein Trecker besser zu kontrollieren als das. Ich meine, also. Wir reden ja hier von einem Auto von 1987. 87 bis 92 wurde das Schätzchen gebaut. Ne? Die haben es in den Jahren geschafft, tatsächlich 300 Quetsch-Autos. 301. 301 Autos zu verkaufen. Ja. Macht dem Auto gar nichts. Dass da jetzt so ein Blatt drauf fällt, das ist überhaupt nicht schlimm. Das merkt er auch nicht. Ich bin ja jetzt nicht der Größte. Und ich bin ja auch nicht der Fetteste. Ne? Und der Breiteste und überhaupt. Ich frage mich, da bleibt mir direkt die Stimme weg. Ich frage mich, wie kann Arnold Schwarzenegger in diesem Auto sitzen? Das muss mir mal einer erklären. Weil, komm mal mit. Also mir ist klar, Arnold Schwarzenegger brauchst du, um die Tür aufzumachen. Das habe ich verstanden. Die Tür, die wiegt ungefähr, die wiegt glaube ich so viel wie ein durchschnittlicher 911er. So, dann hast du, ich meine, also das ist ja quasi ein Hammer, nur mit Qualm, ne? Ein Hammer mit einem Zwölfzylindermotor. Ich meine, guck mal. Guckt dir mal bitte Kupplungspedal, Bremspedal, guckt euch das mal an. Ist ja, du brauchst ja nur für die Pedalerie brauchst du ja schon Waffenschein. Ist ja geisteskrank. Du sitzt da drin wie ein Affe auf dem Schleifstein. Noch besser, das Teil hat, ja, ist verwandt mit dem Countach. Ja, genau. Der Motor ist so ein Lamborghini Countach. Wer war das Sitzmodell damals? Ich weiß, das war auf jeden Fall der gleiche Typ. Also das muss irgendwie, weiß ich nicht. Also du sitzt in so einem Countach echt scheiße. Ne? Also wirklich scheiße. So richtig scheiße. Das ist jetzt hier nicht wirklich besser. Und wenn ihr seht, das sind ja alles da hängende Pedale. Das Gaspedal durchzudrücken ist ungefähr so wie bei einem aktuellen Auto die Bremse zu betätigen. Kupplung ist... Weiß ich nicht, als würdest du auf den Backstein treten. Wahnsinn! Ist das ein krankes Ding. Aber irgendwie macht er einen schlanken Fuß. Und jetzt zieht euch mal das Geräusch rein, wenn wir die Tür zumachen. Also an alle G-Klassenfahrer, süß eure Türen. Wirklich süß. Unfassbares Ding. Krank! Ja, vor allen Dingen, weißt du, wenn dich mit so einem Auto erwischt, ne? Du bist einfach platt. Das ist Stahl hier vorne. Fußgängerschutz gab es damals noch nicht, oder? Doch, hier, du hast dich damit vor dem Fußgänger geschützt. Das ist ja echt so. Ne? Sandro hat gerade gefragt, was macht man denn in einer Gefahrensituation? Das ist scheißegal, das ist für die anderen Probleme. Nicht für dich. Ey, was für ein Gerät. Zieht euch mal die Reifen rein. An dem Auto ist alles überdimensional und krank. Das letzte Werk von dem Designer war auf jeden Fall der Cybertruck von Elon Musk. Ruf mal den Schwarzenegger an, wir müssen die Haube aufmachen. So. Hebel gefunden, der den Hebel zieht, das bin ich.
für eine Hitze da rauskommt. Was? Ja! Ist ein Aggregat. Würde ich auch sagen. Was für ein wildes Ding. Die haben uns bestimmt verarscht. Der Guck Motor, mal die Ansaugbrücke. Der Motor ist gar nicht aus dem Countach, der ist aus irgendeinem Lamborghini-Trecker. Oder vielleicht ist der Motor aus dem Countach aus dem Lamborghini-Trecker. Vielleicht ist der Countach auch ein Trecker. Warte, ich schmeiß den Apparat mal an. Moment, ich mache ein Video. Wie hört das Teil sich denn bitte an? Also es ist so, ich weiß es nicht. Wenn du da drin sitzt, hört sich halt gar nicht so wild an. Du denkst dir schon, okay, krasser Sound für so ein Ding. Und dann stehst du dahinter, du denkst jetzt, was ist denn bitte los? Hört sich an wie ein Formel-1-Auto. Wie? Also... Ich habe schon echt viel gefahren, sehr viel und schon sehr viel gesehen, aber das ist wirklich einfach geisteskrank. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Ich bin völlig überfordert. Ich habe auch das Gefühl, jetzt gerade, wo wir Gas gegeben haben, im Innenraum, kannst du zuschauen, wie die Tanknadel runtergeht. Ja, kann gut sein. Ne? Also so Durchschnittsverbrauch von dem Eimer liegt halt im Gelände so bei 42 Liter. Ne? Diese Reifen. 345er Reifen. Was haben Sie sich gedacht bei dem Auto? Keine Ahnung, Alter. Ich frage mich halt einfach, wer hatte denn damals 345er Offroad-Schluppen auf Lager 1983? Auch hier, guck mal, das ist wahrscheinlich noch gutes Stahl oder so. Gegossenes Lambo-Logo. Wir fahren jetzt mal eine Runde. Alles klar, Alarm überlebt. Einsteigen. Also Ablagefläche hast du genug hier. Kannst dich diesmal nicht beschweren. So, noch schön Holz, alles. Schön. Ey, was für ein Ding. Wahnsinn, Wahnsinn. Echt. Leider funktioniert irgendwie die Lüftung nicht. Doch, die habe ich ausgemacht, weil die Klimaanlage nicht funktioniert. Hm. Weil da hast du hier so super Teile, da musst du Stopp reindrücken. Dann kannst du hier Lüftung einschalten. Dann hier Klimaanlage und hier musst du dann noch einstellen. Das hört sich vor allem alles total krass an. Dass da überhaupt Luft rauskommt? Boah, das wieder aus, Alter. Kommt ja. Da kommt ja nur. Alter, heiße Luft. Boah, fuck. Pumpe funktioniert leider nicht. Draufhalten. Ey, was für ein. Gerät? Also, Hupe ist hier. Da hätte ich mir aber was anderes gewünscht. Also so auf der Landstraße, so richtig wohl fühlt man sich da nicht, muss ich sagen. Dadurch, dass du halt diese dicken Höcker hast, siehst du halt auch einfach nach rechts nichts. Wenn so ein Mopedfahrer entgegenkommt, dann denkst du dir so, bleib bloß weit weg. Weil wenn dir das Ding hier knutscht, nicht gut. Du traust dich auch gar nicht so richtig schnell damit zu fahren. Wie schnell fahren wir jetzt? Wir fahren jetzt gerade 80. Fühlt sich schon sehr schnell an. Das fühlt sich schon extrem schnell an. Ne? Aber hier musst du schon ackern, ne? Hast du gesehen? Ja. Einfach Lenkung einfach loslassen, dann geht das am besten. Wo liegen die preislich, weißt du das? Keine Ahnung. Also ich befürchte, dass die echt teuer sind. Weil, ich meine, wenn die nur 300 irgendwas verkauft haben. 301.
Ja, 301, versuch mal einen Lamborghini zu finden, der nur 300 Mal gebaut wurde, was der dann kostet. So kann was. Ja, genau. Also haben ja, fahren. Wie Countach eigentlich? Nee, der Countach war schlimmer zu fahren. Der lässt sich besser fahren. Countach wenigstens sitze. Ja, du sitzt einigermaßen. Ich meine, du sitzt halt wie auf so einem Ikea-Stuhl irgendwie. Also du kannst auch nicht lange damit fahren, weil deine Füße, die stehen so. Also die schlafen auf jeden Fall die Füße ein. Ne? Kannst du nicht mehr aussteigen. Brichst du zusammen. Ain't no kilo stash, Augusta's son had to reload that. Daddy gone, but his legacy strong, how do you figure? I too thought I'd be dead, all things considered, but I'm living, thriving and growing, fighting opponents that I'm with it. Striving to know who died for the lowest, don't you get it? The industry hope is trying to control us, I ain't with it. I got me a goal that's highly explosive with my wife and my baby. What I'm writing is waiting. Ja, liebe Freunde, also so stelle ich mir wirklich Treckerfahren vor. Irgendwie macht es Spaß, weil es eine Herausforderung, auf deiner Straßenseite zu bleiben. Echt nicht einfach. Und optisch ist es halt schon krank, das Teil. Ne? Also muss man ja ganz ehrlich sagen, ist schon einfach eine wilde Maschine. Irre. Du musst auch mal auf diese bescheuerte Idee kommen, so ein Humvee-Ding zu nehmen, so ein Hammer H1 und zu sagen, so Freunde, wir bauen da jetzt mal einen spaßigen Lambo draus. Da bauen wir einen 12-Zylinder ein und dann geht richtig nach vorne. Haben wir noch vom Countach da. Ja genau, da liegen nur 300, da bauen wir jetzt mal so Teile. Wahnsinn, super, super beklopptes Auto, wahrscheinlich eines der bescheuertsten Autos, die wir jemals hier hatten. Weil ich meine, also das ist einfach krank, das Ding. Ich meine, du brauchst es ja auch ungefähr genauso dringend wie ein Loch im Kopf. Das ist ja so unnötig, das Auto. Weil, jetzt stell mal vor, jetzt hast du das Ding und du sagst, geile Karre, wenn wir heute Abend gehen wir schöne Pizza essen und fährst in die Stadt. Junge, kein Parkdistance, gar nichts, siehst nix. Wo willst du parken mit dem Ding? Tiefgarage kannst du vergessen. Überfährst du sieben Menschen, was auch schade ist? Ne, du lässt den einfach auf der Straße stehen, mitten, hier wollen wir hin. Aussteigen, Ende. Den kann ich auch keiner abschleppen. Wer soll denn den abschleppen? Ja, da muss ja einer mit so einem Sechsradkran kommen und irgendwie. Alter, irre. Einfach bekloppt. 2,7 Tonnen Leergewicht. Aber also krankes Ding. Wir alle haben ihn schon mal gesehen und als es die Möglichkeit gab, da ein Video zu machen, habe ich gesagt, alles klar, machen wir. Und wie gesagt, wenn er da so steht, ist schon lässig. Ne? Dieses bräunliche Glas da drin. Schön, schön 80er, das Ding. Katastrophe! Bei dem Kollegen könnten wir jetzt auch mal vorbeifahren. Wie heißt der nochmal? Moku Steel Buddies. Ja. Ihr wisst Bescheid. Der hätte bestimmt Spaß an dem Ding. Der findet das bestimmt richtig geil. Ja, also, es war mir ein Fest. Nochmal danke an Kartek. Ich fand's richtig witzig, mit diesem Ding mal ein paar Meter zu fahren und euch das zeigen zu dürfen. Ja, also ist jetzt auf jeden Fall nicht auf meiner Favorite-Fahrzeugliste für eine Sammlung gelandet. Das steht mal fest. Haut mal ein paar Sachen in die Kommentare, freue ich mich drüber. Auch Kritik gerne, schmeißt alles rein. Und wir gucken, was wir machen können. Wenn euch noch irgendwas einfällt, was ihr sehen wollt, ein bestimmtes Auto oder so, wo ihr meint, da können wir vielleicht rankommen, schreibt mal rein. Also in diesem Sinne, geil, man hört die Hupe hier drin, einfach nicht geil. Wahnsinn. Also, wir versuchen jetzt, ohne andere in Mitleidenschaft zu ziehen, wieder zurückzukommen mit unserem Geschoss und bis später. Tschüss.